Ich bin schon mit der Erwartung hierher gekommen, dass rund 250 engagierte Frauen und Männer der Kirche in Deutschland auf Augenhöhe miteinander die Probleme, die anstehen, die auch keinen Aufschub mehr dulden, jetzt miteinander besprechen und auch zu konkreten Ergebnissen kommen, egal wie die am Schluss dann auch aussehen. Wir müssen auf alle Fälle erreichen, dass die Menschen wieder das Gefühl haben, die Kirche steht an unserer Seite, sie versteht uns und sie ist mit uns wirklich auf Augenhöhe. Weil wenn junge Leute heute sagen, es ist gut, dass es die Kirche gibt, aber ich brauche sie nicht, weil sie in meinem Leben nicht vorkommt, weil sie mir nichts zu sagen hat, dann haben wir eigentlich schon verloren. Und diesen Zustand hoffe ich, dass wir den durch den synodalen Weg verändern.